Jeder kennt es wahrscheinlich. Man hat einen Termin oder eine Verabredung und ist mal wieder zu spät losgefahren. Prompt wird man geblitzt. Aber kommt man danach durch mit der Ausrede, ich hatte es eilig oder ich war spät dran? Das ist für mich keine sinnvolle Ausrede. Wer zu schnell fährt, weil er es eilig hat, der muss halt die Zeit besser einkalkulieren. Ganz einfach. Eilig schon besser als ich war spät dran. Warum? Naja, eilig könnte es ja auch sein, wenn man hier so ein zum Leben und Tod geht. Könnte ja eilig sein. Ich war spät dran, hat ein bisschen was mit einem Termin zu tun. Finde ich. Ja. Also ich würde es eilig nehmen, aus persönlichen Gründen. Es muss schon eine gute Ausrede sein. Also wenn ich Polizist wäre, ich würde die Person auch nicht durchlassen. Klingt nicht gerade überzeugend, wenn man zu schnell unterwegs war. Verkehrsrechtsanwalt Daniel Fischer weiß noch mehr. Also genau die Aussage würde ich nicht tätigen, denn damit räumt man ja quasi den Vorwurf schon ein. Schwierig bei der Geschichte ist dann zusätzlich noch, dass man quasi fast vorsätzlich gehandelt hat. Geht es um eine vorsätzliche Begehung der Tat, dann kommt sogar eine Verdopplung der Geldbuße in Betracht. Eine aktuelle Mitteilung von geblitzt.de hat typische Ausreden von Autofahrern für zu schnelles Fahren gesammelt. Immer mehr E-Autos rollen über Deutschlands Straßen. Die haben ja ein echtes Saubermann-Image und bekanntermaßen kein lautes Motorengeräusch. Aber zählt dies auch als Ausrede? Die Geschwindigkeitsbeschränkung hatte den Zusatz Lärmschutz. Ich fahre aber ein E-Auto. Mehrere Elektroautofahrer sollen bereits geklagt haben, um dem Bußgeld zu entgehen. Kreativ. Also wenn der Grund jetzt wirklich Lärmschutz für die 30er-Zone ist, dann könnte ich es mir schon vorstellen. Wahrscheinlich kommt man damit nicht durch, ne? Klar, aber ich finde es nicht schlecht. Es geht darum, dass Regeln einzuhalten sind. Und wenn sie beliebig werden und jeder sagt, ich habe Diesel, der ist lauter und ich habe einen Benziner. Eine Grauzone, würde ich sagen, eine Grauzone. Tatsächlich entsteht der meiste Lärm in den Autos wegen den wegen der Strömung der Luft um das Auto herum. Deswegen ist dieses Argument hinfällig. Ja. Aber eine gute Ausrede. Aber eine gute Ausrede, wenn sich der Polizist nicht mit Physik auskennt. Schön wär's. Physikalische Kenntnisse spielen hier leider keine Rolle. Denn in Deutschland gelten Geschwindigkeitsbeschränkungen für jede Art von Auto. Wer eine rote Ampel überfährt, muss tief in die Tasche greifen. Laut aktuellem Bußgeldkatalog sind das 90 Euro. Wer dabei noch andere gefährdet, wird mit 200 Euro zur Kasse gebeten und erhält einen Punkt in Flensburg. Aber was passiert, wenn ich nach einem Rotlichtverstoß voller Überzeugung sage, ich dachte, die Ampel sei defekt, weil sie schon so lange rot war? Geht es um einen Rotlichtverstoß wegen einer defekten Ampel, kommt es tatsächlich darauf an, ob die Ampel wirklich defekt war. Stellt sich im Nachhinein heraus, dass sie nicht defekt war, ist es ein Vorsatz, der da in Betracht kommt. Und auch so, insoweit kann die Strafe verdoppelt werden. Doch wie sieht es aus, wenn es um die eigene Gesundheit geht? Einige Autofahrer haben es mit der Ausrede versucht. Ich hatte schlimme Magenkrämpfe und war sogar kurz vorm Durchfall. Kommt man damit einer Strafe davon? Ah ja, also das ist auf jeden Fall ein guter Grund, würde ich sagen. Und keine Ahnung, wenn man dann vielleicht sogar ein ärztliches Attest oder sowas vorlegen kann, vielleicht hätte man damit eine Chance. Da wäre gut, man hätte eine Windel dabei. Ja, Pech, muss man irgendwie gucken, dass man auf die Seite rauskommt. Also wenn es mir nicht gut geht, dann halte ich direkt an, wo es halt möglich ist. Also ich glaube auch eher nicht. Tatsächlich ist die eine oder andere Person wegen solch einer Notdurft schon durchgekommen. Das ist dann der Fall, wenn das Verhalten angemessen, erforderlich und verhältnismäßig war. Die Gerichte fordern da dann entsprechende Nachweise über ärztliche Atteste und auch prüfen, ob denn ein Alternativverhalten möglich war, was die rechtswidrige Handlung verhindert hätte. Eine wirklich kreative Ausrede hatte ein Autofahrer mal an ein Unternehmen gestellt, das Bußgeldbescheide überprüft. Ich hielt es für eine lustige Idee, ein Blitzerfoto als Tinder-Profilbild zu nehmen. Jetzt habe ich mich blitzen lassen. Das Foto scheint mir beim Dating aber keinen Erfolg zu bringen. Das Bußgeld möchte ich so natürlich auch nicht zahlen. Kann man da etwas tun? Damit kam er natürlich nicht durch. Diese Situation hat der ein oder andere schon eher mal erlebt. Man muss einem Rettungswagen oder der Polizei Platz machen. Glaube ich schon. Also über rote Ampeln muss man ja öfter mal fahren, wenn Blaulicht hinter einem ist. Also habe ich auch schon oft gemacht. Ich bin halt noch nie dabei geblitzt worden. Aber ja, ich glaube, damit kommt man dann durch. Tatsächlich darf man in dem Fall über eine rote Ampel fahren. Allerdings muss die Reaktion angemessen sein. Doch was, wenn man dabei geblitzt wird?
Den Beweis muss tatsächlich ich als Betroffener erbringen. Ich kann das Gericht auffordern, die Polizei insoweit Protokolle vorliegen zu lassen. Dann wird auch dieses Knöllchen fallen gelassen. Ja, bei all den Ausreden fürs zu schnelle Fahren gilt, in den seltensten Fällen kann mal ein Auge zugedrückt werden. Aber dann muss man als Autofahrer auch wirklich Beweise vorlegen können.